Mein Haufen der Schande. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier ist Manny von Mannys Bastelseite. Ja, warum mein Haufen der Schande? Ich hab's ja angekündigt. Ich zeig dir jetzt meine angefangenen Wollprojekte. Ich trau mich echt nicht. Dass es viele sind, wusste ich. Also ich packe mal jetzt ein bisschen was hierher. In der Zwischenzeit erzähle ich weiter. Dass es viele sind, wusste ich. Aber ich habe so gedacht, ja, 25 bis 30 Stück werden es schon sein. So, hier noch was. Ja, jetzt habe ich mal heute, ich habe mal gerade die Helligkeit meiner Lampen etwas verändert. Also jetzt kommen die Farben wirklich realistisch raus. Also nein, stimmt nicht. Ich habe es gestern alles zusammen sortiert. Insgesamt habe ich fast 40 angefangene Projekte. Ja, wirklich. Also ich habe jetzt, hoffe ich, alle. Es kann natürlich auch sein, dass das ein oder andere Projekt doch noch woanders ist. Ich habe alles, ich habe Kallax-Regale und in den Kallax-Regalen habe ich meine Wolle aufbewahrt. Und in der, ja, das ist ja etwas verfitzt, aber das ist kein Problem. Das sind nur zwei Knäuel. Auf jeden Fall habe ich alles Kallax-Regale und in den Kallax-Regalen bewahre ich meine Stricksachen auf. Und wenn ich jetzt an einem Projekt arbeite, dann liegt es bei mir auf der Couch. Und das sind jetzt ein Teil davon, die dort lagen. Deswegen zeige ich die jetzt auch zuerst. Ich habe jetzt mein iPad nicht da. Das ist natürlich sehr praktisch, weil ich da nicht genau weiß, welche Projekte es sind, weil die meisten sind im iPad. Und das ist natürlich jetzt blöd. Das hier wird ein Poncho. Ich hoffe mal, dass du das etwas erkennst. Ich musste hier die Maschen jetzt erstmal stilllegen und habe die vorsichtshalber auf die Nadel gepackt. Weil ich ja mir so ziemlich sicher bin, hätte ich die auf meinen Seil gelassen, wäre das in die Hose gegangen. Also der Poncho wird in zwei Teilen gestrickt. Das war mir vorher nicht so richtig bewusst. Also ich weiß, wie sich ein Poncho zusammensetzt, aber ich habe noch nie einen Poncho aus zwei Teilen gestrickt. Ich war die ganze Zeit schon etwas immer verwirrt, weil das nur ein, naja, ein Tuch ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das stricken kann. Also du kannst es als Tuch stricken, du kannst es als Stola stricken, du kannst es als Poncho stricken. Und ich habe mich eben für die Poncho-Variante entschieden, weil ich damals beim Kauf der Wolle schon wusste, dass ich auf jeden Fall einen Poncho haben möchte. Also das ist hier, da kommt erst so ein Cross-Stitch. Teil, da kommt ein Lesteil und dann kommen hier nochmal Bäume und dann oben ist eine Zackenkante. Und als ich jetzt das beendet habe, die letzten Reihen, denke ich so, ja, aber wie geht denn das mit dem Poncho dann? Weil ich sag mal, wenn ich jetzt das so zusammenfalte, ich komme ja hier nie mit dem Hals irgendwie rein. Also das hat irgendwie für mich keinen Sinn gemacht. Ja, ich hätte mal die Anleitung vorher durchlesen sollen. Mache ich übrigens aus Prinzip nicht. Weil wenn ich jetzt eine Anleitung mir vorher durchlese, ich bin dann am Ende nur verwirrt. Also wenn ich jetzt eine Anleitung habe, ich stricke die so, wie es da steht. Und manchmal auch nicht. Manchmal denke ich auch, okay, jetzt mache ich das mal etwas anders. Aber das ist ja egal. Aber im Großen und Ganzen gehe ich schon danach, was da drin steht. Weil meistens hat die Designerin sich ja was dabei gedacht. Und dann stelle ich fest, dass da steht, bei einem Poncho musst du das Teil nochmal stricken. Denke ich so, nein, ich mag doch nicht. Also ich habe ja bei dem Teil hier unten, ne, da habe ich ja echt mehr aufgetrennt, als ich gestrickt habe. Irgendwie, obwohl das Muster nicht so einfach, das Muster ist nicht schwer, aber irgendwie wollte das nicht aufgehen. Es wollte einfach nicht aufgehen. Ja gut. Aber es nützt ja nichts. Also die Alternative wäre gewesen, ich beende das Tuch jetzt und habe das eben als Tuch. Aber was mache ich da mit der Wolle? Ich habe noch zweimal 100 Gramm Wolle übrig. Wäre ja nicht das Problem. Ja, ich weiß, die würde ich woanders unterbringen. Aber nein, ich will ja diesen Poncho haben. Ist das jetzt das erste Teil? Und das zweite habe ich vorgestern angefangen. Ich glaube vorgestern. Irgendwas. Irgendwann diese Woche. Also bei mir ist heute Freitag. Ich weiß nicht, wann du das Video siehst. Jetzt haben wir hier den zweiten Teil und bin schon mit dem nächsten Teil fertig. Wahnsinn. Das zweite Teil geht anscheinend doch schneller. Ich muss das Ganze natürlich noch waschen und spannen. Da steht auch in der Anleitung mal so, das getrennt waschen und spannen und dann mit drei Needlebind auf
abketten. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache das anders. Der Sinn der Sache ist ja, dass man das deswegen so machen soll, weil dann das Maschenbild ja feiner ist. Also, ey, was heißt feiner? Das Maschenbild ist ja dann klar. Aber guck dir dieses Maschenbild an. Also, ich stricke immer so. Bei mir sind eigentlich die Projekte, ich wasche die dann eigentlich nur, weil es jetzt wie bei dem Teil, es gewinnt ja dann schon noch mal einiges an Länge und deswegen wasche ich das eigentlich. Also vom Maschenbild her, ich kann dir das mal zeigen. Siehst du das? Und dann sind wir ja bei dem Thema gleich mal. Jetzt zeige ich dir mal ein, gut, das ist jetzt nicht das gleiche Muster, aber das sind Jaja. Ich hoffe mal, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Ich glaube, so wird das ausgesprochen. Meine zweiten Lieblingsnadeln. Ich verwende mal die Spitzen. Die ganz spitzen. Die ganz, ganz, ganz spitzen. Und dann habe ich ja meine absoluten Favoriten. Gehen wir gleich zum nächsten Projekt. Also ich versuche das jetzt hier auch nicht so sehr auszuweiten. Eventuell mache ich sogar zwei Teile drauf. Weil, wie gesagt, fast 30 Projekte. Wobei die anderen werden relativ schnell gehen. Weil ich teilweise wirklich nicht weiß, welche Anleitung das ist. Weil, wie gesagt, ich habe das iPad nicht mit. Das ist eine Anleitung. Achso, das Projekt habe ich 2020 angefangen. Oh, geht noch. Das ist Such the Session. Das habe ich 2022 im August gekauft. Ich glaube auch kurz danach angefangen. Ja, genau. August 2022 habe ich das, die Anleitung gekauft und auch angefangen, weil ich habe hier ein Projekt von mir, ein älteres Projekt, gecancelt. Ich weiß gar nicht mehr was. War auf jeden Fall. Da bin ich auch schon relativ weit. Also ich stricke da jetzt nicht so regelmäßig dran, weil aktuell habe ich lieber das Projekt. So, und jetzt guckst du dir mal bitte dieses Maschenbild an. Das ist mit Signature. Guck dir dieses Maschenbild an. Ich kann es nicht sagen, warum, aber mit den Nadeln stricke ich noch viel, viel schöner, besser. Also ich kann es nicht erklären, warum. Das ist aber von Anfang an. Bei den Nadeln ist das irgendwie, die sind so genial. Leider hat der Hersteller die Produktion eingestellt. Das ist nicht nett. Dürft ihr nicht machen. Ich habe davon einige Nadeln. Ist ja nicht so, dass ich keine Nadeln davon hätte. Ja, die sind auch teuer. Das stimmt schon. Die sind richtig teuer, aber die sind genial. Ich kann es nicht erklären, warum. Ich meine, das vom Muster her ist ja jetzt auch etwas anders. Okay, ich habe jetzt leider keinen. Nehmen wir doch mal hier das Krausrechte. Mein Gut, da ist die Nadelstärke stimmt auch nicht ganz, aber guck dir das doch mal. Guck dir doch mal das Maschenbild an. Das ist doch genial. Ich weiß es nicht, warum. Dann geht's weiter mit einem Poncho. Wie der genau heißt, weiß ich nicht. Irgendwas mit Sweater. Der ist von Olive Wool. Oder glaube ich, Olive heißen die. Das ist übrigens auch Signature. Wenn ich das Video geschnitten habe, werde ich vielleicht gleich mit verlinken, soweit ich es noch habe. Also sind wir jetzt bei Projekt 3. Wenn du jetzt mitzählst, also wie gesagt 40, bin über 40, nee, knapp 40. Dann habe ich hier ein Tuch, ja, nochmal Signature. Das habe ich schon 2017 sowas angefangen. Das ist ein von Crazy, wie heißt es, Silvia, Crazy irgendwas, Silvia Rasch. Das war ein Mystery Call. Nein, kein Mystery. Das war auf jeden Fall ein Knit Along, kein Mystery. Man hat gewusst, dass es ein Mosaiktuch wird. Dazu kommt in den nächsten Tagen auch ein Beitrag auf meiner Seite. Ich habe das gestrickt bis ungefähr bis hierher und dann hat mir das Maschenbild nicht gefallen. Mir war das echt zu eng. Dann habe ich überlegt, trennst du es auf, trennst du es nicht auf, weil größere Nadeln brauchen mehr Wolle und mehr Wolle kann unter Umständen, da habe ich einen Fehler drin, super. Und größere Wolle kann unter Umständen ja zu Problemen führen, wenn man nicht genügend Wolle hat. Ich habe es dann doch nochmal aufgetrennt. Ich werde sehen, ob das jetzt noch aufgeht. Wenn nicht, ja, was soll's. Leinwolle werde ich nicht dafür mehr kaufen. Hier noch ein Tuch von Queens & Co. Da habe ich erstmal eine Weile überlegen müssen, weil das Tuch hatte ich nämlich in meinem iPad, nur in meinem iPad. Also ich habe hier die Wolle. Ich habe mehrere, glaube ich, 4 Stück Knäune. Hab die Wolle, die Anleitung in meinem iPad und ja, ich hatte keine Ahnung mehr gehabt. Zwischenzeit weiß ich es wieder, aber ich weiß den Namen jetzt nicht, weil ich das iPad nicht mit habe. Aber egal. Es soll ja auch nicht ewig gehen. Das hier ist ein Teppich.
Oder soll ein paar Teppich werden. Die Wolle ist übrigens extrem cool, meint zwar aus, weiß nicht was, Polydierchen oder so, oder Mikrofaser, irgend sowas. Fühlt sich absolut genial an. Lässt sich wirklich total genial häkeln und ist irgendwie noch nicht so richtig vorwärts gekommen. Das sind hier Noppen. Die Noppen werden mit gleich mit gehäkelt. Ja, logisch, ne? Geht ja beim Häkeln nicht großartig anders, außer was drauf zu sticken. Aber ja, angefangen habe ich das Projekt 5, 6 Jahre her. Ja, ganz locker. Ich habe jetzt hier ein Projekt vom Strickmich-Club, auch wieder mit Signature-Nadeln. Das wird ein Kaul. Bin ich auch noch nicht so weit gekommen. Ich habe den angefangen, als die Anleitung veröffentlicht wurde, also beziehungsweise die Pakete damals verschickt worden sind. Ich glaube, das könnte aus dem letzten Strickmich-Club sein. Dann wäre es 2022. Also wenn es jetzt hier zwischendurch rasselt, ich habe die alle in Tüten drin und die kommen auch gleich wieder rein. Hier habe ich ein Projekt, das habe ich gestern aufgetrennt. Das ist Tahiti-Wolle. Da wollte ich mir einen Top rausstricken. Aber ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme, mit der Wolle einen Top zu stricken, weil die hat ja einen Farbverlauf. Die Farbe ist schön, die gefällt mir auch. Aber eben der Farbverlauf und den Top und ich kann ja hier mal etwas aufmalen. Das ist ein schöner Farbverlauf. Ist ja nicht so, dass das kein schöner Farbverlauf ist. Aber als Top, also als Jacke, ja, könnte ich es mir noch vorstellen. Aber Querstreifen, du weißt, ne? Nein, also bin ich kein Freund davon. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ich weiß auch noch nicht, was ich damit jetzt mache. Auf jeden Fall habe ich das gestern aufgetrennt. Und das ist, glaube ich, auch so ziemlich einzigste, was ich aufgetrennt habe. Dann habe ich hier noch ein weiteres Strickmich-Tuch. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall habe ich die Anleitung auch schon oder das Tuch schon länger begonnen. Ich bin auch schon ganz schön weit. Aber ich weiß nicht. Irgendwie habe ich zu viele Projekte. Ist auch eine schöne Anleitung. Eigentlich auch ganz einfach. So typisch Martina Behm eben. Also ich nähe, ich tue auch gleich die Faden hier mal mit einweben. Ich lasse die Enden dann noch hängen, wasche das Tuch, weil es geht ja dann immer noch etwas auf, also beziehungsweise spann es noch mit und wenn das dann fertig ist, dann schneide ich die Fäden ab. Und meistens passt das genau. Nicht immer, aber meistens. Also auch ein schönes Tuch. Das hier wird eine Jacke. Die nennt sich Wirbelsturm. Habe ich auch schon ewig angefangen. Strickweise ist irgendwie total witzig. Man strickt es erst hier in, so wie ein Schal und dann formt man die Jacke irgendwie da draus. Also so richtig habe ich das noch nicht verinnerlicht. Aber gut. Hier habe ich noch ein Projekt. Das ist auch ein Strickmich-Club-Projekt. Das ist aufgebaut auf dem Hitchhiker. Und ist auch noch nicht so weit gekommen. Und da bin ich auch noch nicht so weit gekommen. Das ist ein Strickmich-Club-Projekt. Ist das gerade erwähnt? Weiß nicht. Die Farben finde ich so echt schön. Selbst gekauft hätte ich mir die Wolle nie. Das muss ich ehrlich gestehen, weil Grün ist nicht so meins. Rosa ist auch nicht so meins. Gelb, ja, es kommt aufs Gelb drauf an. Aber jetzt, wenn ich das so vor mir habe, sieht das echt schön aus. Manchmal habe ich so Phasen, da stricke ich fast konsequent an einem Projekt und dann fange ich wieder 50.000 Sachen an. Hier habe ich einmal etwas angefangen. Das soll ein Tuch werden, aber ich glaube, ich trenne das wieder auf. Ich weiß auch gar nicht mehr, was genau. Ich glaube, das war eine Anleitung, die ich mir selbst ausgedacht habe. Aber ich weiß nicht. Hier habe ich übrigens auch noch. Hier ist auch noch eine Signature-Nadel. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich trenne das wieder auf. Weil, ich zeige dir gleich noch was anderes, warum. Weil das sind nämlich noch zwei andere Projekte. Und ich glaube, ich die dann habe und den Poncho, den ich dir vorhin gezeigt habe, noch dazu. Irgendwann reicht es ja mal. So, was haben wir denn hier? Ach, das ist noch ein Poncho. Ja, hier ist noch ein Poncho. Die Wolle habe ich selbst gefärbt. Bin ich auch noch nicht so weit gekommen. Ist ein Lesmuster, aber sehr einfach. Von wem die Anleitung ist, habe ich jetzt keine Ahnung. Doch, von Romy Hill. Übrigens sehr. Übrigens sehr, sehr schön die Anleitung. Stimmt, jetzt wo ich mir das so überlege. So, was ist denn das? Das könnte eine Anleitung von Martina Behm sein. Es könnte der Nubem sein. Es könnte aber auch eine andere sein. Ich habe nämlich ein Tuch, was ähnlich ist.
Also entweder ist es Nuvem oder die andere Anleitung. Das ist auch eine Anleitung von Martina Behm. Ein Vajacan. Das ist ja der, ja. Oder Vajacande. Wie heißt denn der? Vajacande, Vajacan. Das ist dieser Poncho. Ich glaube, jetzt weißt du, warum ich sage, ich drehe das andere Projekt höchstwahrscheinlich wieder auf. Oh, hier habe ich noch eine Nadel drin. Na, wie toll. 3,5. Schön. Bei der bin ich auch noch nicht so weit gekommen. Also die Farbe ist ja jetzt... Also die geht ja schon leicht ins Rosa. Aber sie hat eben wirklich noch so den lila Anteil. Und deswegen habe ich mir die auch bestellt. Man muss ja auch mal was anderes ausprobieren. Und nicht immer nur sein Lieblingslila und sein Lieblingstürkis. Und das sind so Projekte, die brauchen schon ewig. Also das muss ich echt zugeben. Das ist die Anleitung Alina. Bin ich ja noch nicht so weit gekommen. Also anfangen kann ich echt Projekte. Ist auch eine schöne Anleitung. Wie gesagt, ich... Soweit mir das dann noch einfällt beim Schneiden, verlinke ich dir das alles. Ich kann allerdings keine Garantie für Vollständigkeit übernehmen. Das ist eine Jacke. Die habe ich auch schon, weiß nicht wann angefangen. Also ich bin hier schon ziemlich weit. Das ist oben, genau. Nein, so rum. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Die ist etwas anstrengend. Man hat ja hier immer die, ich weiß gar nicht, was das ist, Sterne. Und da macht man die alle paar rein. Und irgendwann habe ich dann mal Überblick verloren, wann ich, welche Reihe ich die gemacht habe. Und dann habe ich die nur noch im Freestyle gemacht. Und irgendwie, weiß nicht, muss ich mal wieder weitermachen. Hier ist mal die Anleitung drin. Ja, die sind Antarktis, das Tuch Antarktis. Bin ich auch schon extrem weit gekommen. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht als Projekt angelegt. So rum ist es richtig. Glaube ich. Ja. So rum. Schöne Farbe. Ist eine Wolle von... Die vor Jahren. Weiß nicht mehr, wann ich das angefangen habe, aber das könnten schon so 4-5 Jahre locker her sein. Oh je, jetzt kommt etwas. Das soll eine Granny-Decke werden. Die Granny-Decke hat einen entscheidenden Nachteil. Sie wird gehäkelt und es wird in Einzelteilen gehäkelt. Also, ich glaube, das ist das Einzige, was ich bisher fertig habe. Und angefangen habe ich die, na gut, vor mindestens 10 Jahren. Also ich kann dir ja mal kurz erklären. Nee. Also, als erstes brauchst du 4 solche Blümer. Ich tue das mal weg hier. Also ich zeig dir mal das Desaster. Es ist so eine schöne Anleitung. Du brauchst erstmal 4 Blüten. Ne, 5 Blüten. 5 Blüten brauchst du. Also, die sind auch echt alle mittlerweile ganz schön verknuppelt, aber das ist egal. Das ist ja das Schöne beim Häkeln. Es interessiert niemanden. Dann häkelst du diesen grünen Ring und machst die Blumen damit fest, ne? Das ist dann der nächste Schritt. Dann häkelst du diesen blauen Ring. Wenn du das endlich geschafft hast, kommt der graue Ring. Und dann hast du dein erstes fertig. Ich finde die so schön. Also mein Plan war ja mal, ich habe auch genügend Wolle dafür da, mein Plan war, dass ich mir eine Tagesdecke daraus häkle. Die Blüten sind auch die richtige Anzahl dafür. Das sind die... Nee, stimmt gar nicht. Wenn du die kleinen Blüten gehäkelt hast, also nochmal von vorne, das stimmt nicht, was ich dir gerade erzählt habe. Du hast die kleinen Blüten gehäkelt. Dann häkelst du erstmal noch so den Kreis, weil das ist dann die. Dann kommt das Grüne, dann häkelst du die 4 äußeren durch fest, dann häkelst du das Blaue und dann das Graue. Und dann hast du endlich einen fertig. So rum ist es richtig. So, und jetzt weißt du auch wahrscheinlich, warum ich noch nicht so weit bin. Also ich habe ja die Teile habe ich auch schon alle fertig. Ja, so siehst du das mal. Das ist dann das nächste Stufe. Also es fehlt jetzt nur noch Blau und Grau. Und daran scheitert es. Und ich habe von der Menge her, also wenn ich die Blüten noch verbraucht habe und die, also das müsste genau aufgehen, das müsste genau die Tagesdecke sein. Im Endeffekt, ich bräuchte ja nur jetzt die nehmen,
das fertig häkeln, weil das so viele sind, ist auch nicht mehr. Und dann gucken, was rauskommt und dann eben entscheiden, okay, ich mache weiter oder ich mache mal nicht weiter. Weil, wie gesagt, Wolle habe ich dafür genügend da. Ich kann auch nicht mal sagen, dass ich dieses Projekt nicht mag. Ich mag dieses Projekt. Jetzt habe ich mal eine richtige schöne Knallerfarbe. Das ist ein Poncho. Bin ich eigentlich auch schon relativ weit. Der wird jetzt nur immer noch größer. Das war sogar die Anleitung noch mit. Dann habe ich die auf jeden Fall schon seit ein paar Jahren nicht mehr in der Hand gehabt. Das ist die Anleitung Arben. Hier siehst du mal, also ich hoffe, dass du siehst, dass so sieht der Poncho dann im Ende aus. Ist jetzt auch nicht mehr so viel. Die Ärmel werden dann, da wird dann, glaube ich, ein Teil zusammengenäht, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, und dann eben die Ärmel rangestrickt. Also es ist echt, ich bin nicht mehr so weit davon entfernt. Also sieht nämlich auch auf dem Bild aus, dass das hier ist. Also so ist es dann richtig. Na gut, ich habe ja jetzt relativ viel Material schon. Also ein hat Vorteil hat es, wenn man Katzen und ein Kaninchen hat. Man hat immer irgendwo was von denen hängen. Die Wolle ist auch übrigens ganz kuschelweich. Ich habe hier immer in der Mitte die Etiketten, weil ich eben ja auch immer 3 Millionen Projekte habe. Jetzt knallt die Farbe ganz schön. Das ist von Cascade. Wow. Ach, eine sehr schöne Farbe. Ich tue mal beim Wickeln, wenn ich gewickelt habe, ich nehme das runter und dann stecke ich mir gleich das Schild immer in der Mitte und dann tut sich die Wolle ja wieder etwas ausbreiten und dann weiß ich nämlich immer, welche Wolle ich habe. Weil ich ja immer viele 3000 Projekte habe und wenn ich natürlich dann nicht weiß, welches Projekt das war, ist das blöd, ne? Oder welche Wolle das war, fehlt echt nicht mehr viel. Also es wird jetzt die Hälfte sein. Dann habe ich jetzt ein Tuch, das ist schon groß, aber es ist auch anstrengend. Also der Teil hier nicht, der ist nur kraus-rechts. Das ist, also wenn ich kraus-rechts anstrengend finden würde, würde ich aufhören mit Stricken, aber das hier ist anstrengend, das Lesmuster. Oder das ja Lesmuster in der Mitte. Da wird wirklich jede Reihe, sogar die Rückreihe, hat da irgendeinen Mustersatz drin, den man beachten muss. Also das siehst du es ja auch, ne? Ich stricke immer ein bisschen her, dann kommt dieser Teil, der ist dann so nervig, dass ich dann erstmal wieder eine ganze Weile nicht mehr stricke. Dann stricke ich diesen Teil, der geht ruckzuck, dann stricke ich wieder diesen Teil, da bin ich wieder genervt, lass das liegen, dann stricke ich diesen Teil und ja, jetzt kommt eigentlich wieder das Lesmuster und jetzt bin ich schon wieder von dem Lesmuster so genervt, dass ich dann aufgehört habe. Es ist auch nicht mehr viel. Ich glaube, eine Reihe noch, einmal Lesmuster oder zweimal Lesmuster, also es ist wirklich nicht mehr viel. Aber je länger die Reihen natürlich werden, desto anstrengender wird das Tuch hier. Okay, dann war das vorhin der Viajante und das ist jetzt ein Drachentuch oder so, wie das heißt. Irgendwas mit Drachen. Dragon, Drachen. Irgend sowas. Ich glaube, es ist eine englische Anleitung. Ich habe ja meistens nur englische Anleitungen. Als nächstes habe ich dann wieder eine Anleitung von Crazy Sylvie. Genau, Crazy Sylvie heißt sie. Warum habe ich hier noch eine Nadel drin? Das ist das Seil, was einer meiner Kaninchen im Mund hatte. Jetzt habe ich hier so einen ganz kleinen, also nicht lang, aber es hat gereicht, weil Pinkchen nämlich damit weggerannt ist und dann hatte er nochmal richtig zugebissen. Also das Ding braucht auch nicht mehr so lang. Ich habe jetzt schon, das ist ja ein Shirt, da ist die, ich glaube, das ist auch schon die Schulter. Also ich glaube, die war schon fertig. Und dann das noch. Und irgendwie, ich weiß nicht, warum ich aufgehört habe. Ich weiß es nicht. Ich habe mal die in ein Yarnet gepackt. Die Wolle ist etwas anstrengend, weil die sich echt abwickelt. Also selbst hier in dem Ding macht die, was die will. Das ist unglaublich. Ja, die werden so aufgedreht und dann hat man eben hier, kann man seine Wolle reinlegen. Und normalerweise bleibt das dann hier in dem Loch. Aber die Wolle macht echt, was sie will. Also hier siehst du das. Das ist etwas anstrengend. Und weil ja Decken so richtige Projekte sind, die ja ganz schnell gehen, also na, das ist ja, Decken gehen ja wirklich ruckzuck, habe ich hier noch eine angefangen. Da werden alles so Dreiecke gestrickt. Ich finde die Idee ja so cool. Da habe ich dann noch, hier habe ich noch eine dunklere Farbe und damit wird dann anderen Dreiecke gestrickt und die werden dann irgendwie so zusammengenäht.
Oder gehäkelt, irgend sowas. Jo. Die Dinger gehen echt schnell. Das wird ein Pullover. Hier ist die Wolle dazu. Hedgehog Fiber. Sehr schöne Wolle. Das ist die Recycling-Wolle, wo eben dann, wo man seinen Garn spenden kann. Und das wird hier weiterverarbeitet, also seine Garnreste. Habe ich angefangen beim Bünschen? Nein, das wird eine Jacke, das wird kein Pullover, das wird eine Jacke. Dann war es das auch schon wieder. Und das wird auch eine Jacke. Da, das sind glaube ich die Schultern, also bin ich auch noch nicht so weit. Was mich am meisten an dem Projekt eben nervt, ist, dass es Mohair-Garn ist und ich echt nicht gerne mit Mohair stricke. Also Mohair als Beilaufgarn, ja, das geht gerade noch. Aber Mohair in einem Garn, wie das jetzt ist, nee, was habe ich denn hier? Sure. Das ist jetzt eine gute Frage. Die Anleitung ist von 2014. Airlines von Hinterm Stein. Irgendwie war die mit, strickt man das mit zwei verschiedenen Nadeln und dann bildet sich hier das Muster. Bin ich auch noch nicht so weit. Man muss sich da etwas drauf konzentrieren, weil man mal mit den dickeren und mal mit den dünneren Nadeln strickt. So, das müsste ein Tuch von Andrea Mori sein. Und so ein Dreieckstuch. Bin ich ja auch schon ein Stück vorwärts gekommen. Das ist Alpaka-Wolle. Ich mag Alpaka-Wolle. Die könnte ich mir bei der Jacke, die ich dir vorher gerade gezeigt habe, habe ich gesagt, das ist mein Herr. Die könnte ich mir da gut vorstellen. Allerdings gibt es... Ne, so rum ist es richtig. Allerdings gibt es keine Alpaka-Wolle, meines Wissens, die relativ dünn ist. Die Jacke mit dem Mohair-Garn, die könnte ich mir durchaus als der Alpaka vorstellen. Vielleicht ändere ich die auch um, wenn ich die kleinste Größe stricke und hoffe einfach am Ende, dass es passt, weil im Endeffekt ist es eine Strickjacke, dann ist sie eben ein bisschen größer. Das ist auch ein Tuch, was ich schon vor einer ganzen Weile angefangen habe. Also vor einer Weile, ich habe die Nadeln mir, die ersten Nadeln mir 2019 gekauft, also muss es dann irgendwann 2019 gewesen sein. Ja, das geht noch, ne? Also da gibt es andere Projekte. Ist eigentlich auch ein total einfaches Projekt. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das für eine Anleitung ist. Ich glaube, von Greens & Co. ist es die Anleitung, die Wolle diesmal nicht. Ich glaube, Greens & Co. Dieses Tuch hat sich meine Tochter gewünscht. Da wird sie noch etwas Geduld haben müssen. Das ist aus einem Buch Stricklieblinge, glaube ich, heißt das. Das Tuch wird doch nicht mal besonders groß. Also das ist eher so eine Stola und Schal. Also das ist jetzt kein Dreieckstuch. Ich hoffe, du hast noch etwas Elan. Also ich drehe jetzt doch nur einen Teil. Das wird zwar affig lang, aber egal. Dieses Tuch habe ich irgendwo... Ich muss das mal ausfitzen hier. Also bei diesem Tuch habe ich irgendwo einen Fehler gemacht. Ich habe keine Ahnung wo. Auf jeden Fall habe ich hier einen Haufen Fitz. Auf jeden Fall ist hier irgendwo ein Fehler drin. Aber ich weiß echt nicht, ich weiß nicht, wo der Fehler ist. Ich habe auf jeden Fall hier irgendwo einen Fehler. Und irgendwie... Hier hat schon Nadeln drin stecken gehabt. Super. Irgendwie ging das mit dem Muster nicht mehr auf. Irgendwas war da. An sich ist die Anleitung echt schön. Ich muss da noch mal gucken. Und ich habe auch nicht mehr so viel Wolle. In dem Projekt sind schon 1, 2 Knäuel. Ich glaube, das waren mehr. Es kann natürlich auch sein, dass ich mir gedacht habe, ich habe nicht mehr Wolle. Da muss ich in meinem Wollvorrat noch mal gucken. Aber irgendwas war. Aber ich hätte gedacht, irgendwas war mit dem Muster. Irgendwie hat es nicht mehr. Es hat einfach nicht mehr gepasst. Weiß es nicht. Kannst dir nicht sagen. Und weil ich natürlich ja, Decken liebe, habe ich noch eine neue Decke angefangen. Also bin ich auch noch nicht so weit. Ich weiß gar nicht, wie viel man braucht. Ich glaube, 4 Stück von jeder Farbe. Ja, also eine Farbe habe ich schon mal und es sind noch mehrere. Aber es sieht eben auch schön aus, ne? Und das als Tagesdecke kann ich mir richtig gut vorstellen. Wenn sie dann mal irgendwann fertig ist. Wieder ein Projekt in meinem Yarnet. Die Wolle habe ich selbst gefärbt und ich habe keine Ahnung mehr, was das für ein Projekt werden sollte. Ich glaube... Und was? Ich glaube eine Anleitung von Martina Behm, weil ich habe dazu noch Türkis. Die habe ich jetzt nicht da, auf jeden Fall.
war das, glaube ich. Also wenn ich mir die angucke, das ist typisch Martina Behm-Anleitung. Und ein Poncho. Als nächstes habe ich dann hier ein Tuch. Das ist Campsite. Von, weiß ich nicht. Das erkenne ich nämlich an die Löcher. Und das Campsite hat ja ganz viele Löcher. Bin ja auch noch nicht so weit, ne? Ist eigentlich auch eine schöne Anleitung. Es sind alle Anleitungen schön, die ich habe. Die Anleitung gab es mal kostenlos. Und dann irgendwann war die nur noch als Kaufanleitung zu erhalten. Und ich habe sie noch als kostenlose Anleitung erhalten. So, das hier ist Colding. Oh, nee, echt nicht. Ist es ja ein schönes Projekt. Aber ehrlich gesagt, ich kann mir aktuell gar nicht vorstellen, warum manche sich da 2 oder 3 Tücher davon stricken. Ich finde das echt manchmal anstrengend. Weil man, erstmal hat man, der Rand ist, das geht schon los am Rand. Da macht man ab und zu mal einen Umschlag. Alle paar Reihen kommt mal ein Umschlag. Das ist schon mal das Erste, was ich schon 3 Millionen Mal vergessen habe und das auch mit Sicherheit immer mal fehlt. Das ist schon mal das Erste. Und auch der mittlere Teil. Also ich habe ja jetzt den ersten Teil fertig, aber also ich vergesse immer diese Umschläge. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt weitergeht. Ich habe dann aufgehört. Hier ist wieder Signature. Jetzt weißt du, wo eine ganze Nadel sind. Und es sind ja noch ein paar Teile. Also das Ding wird ja riesengroß. Och, nee. So, jetzt habe ich ein nächstes Projekt. Das ist auch aus dem Strickmisch-Club. Und es hat mich manchmal... Also das ist das erste Projekt, was mich immer etwas zur Verzweiflung gebracht hat. Ich verstehe es bis heute noch nicht. Ich habe dann dieses Tuch aufgetrennt. Ich habe ja immer die doppelte Menge gehabt. Ich habe dieses Tuch mit der doppelten Menge gestrickt und irgendwann... Also du strickst ja erst diesen krausrechten Teil hier, dann strickst du die Leskante und dann irgendwann passt das alles zusammen. Und die Maschen von dem krausrechten Teil, die sind am Ende, glaube ich, geht das genau auf. Ich glaube sowas. Am Ende ist man dann mit dem Lesteil ist man dann hier. Und es hat nicht gepasst. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht hast du diesmal anderes Maschenbild, hast fester gestrickt als Martina, obwohl ich das eigentlich nicht sagen kann, weil ich habe dann bei dem Tuch wirklich im Nachgang noch mal eine Maschenprobe gemacht und die hat gepasst. Also das habe ich schon mehrmals gesehen, Martina und ich, wir haben ungefähr das gleiche Strickbild, auch wenn es auf den Videos manchmal aussieht, als wenn sie sehr locker strickt, aber sie strickt nicht sehr locker. Das täuscht. Und es passt, also die Maschenprobe, die sie sagt, passt bei mir bei den Püchern. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht hast du doch irgendwo hier einen Fehler drin gemacht. Ich Martina geschrieben, sie hat auch nochmal gesagt, nein, die Anleitung würde passen. Und ich dann auch gesagt, ich habe aber jetzt schon so und so viel Garn und ich bin immer noch nicht an dem Ende. Und ich wollte dann auch nicht, ich weiß nicht mehr, wo ich war, weil wie gesagt, ich habe ja das Tuch auftrennen lassen. Meine Mutti hat das aufgetrennt. Ich hatte da keinen Nerv mehr dafür. Und da hätte ich dann mittendrin geendet und das wollte ich auch nicht. Und dann habe ich gedacht, ja gut, wer weiß warum. Ich weiß es nicht, vielleicht hast du irgendeinen Fehler gemacht. Okay, ich bestelle mir noch einen Strang Wolle. Dann hatte ich 3 Stränge Wolle und ein Strang hat 150 Gramm. Ich den dritten Strang gestrickt und ich stricke und stricke und stricke. Der ist fast alle und das gleiche Problem. Ich komme einfach nicht da hinten hin mit dem Muster. Also ich weiß es nicht. Dann habe ich gedacht, nein, was willst du mit so einem Riesenteil? Also ich meine, das Teil hat mit 150 Gramm Wolle, steht hier 2,50 Meter mal 55 Zentimeter. Was will ich denn mit so viel Tuch? Also ist mir das mir dann echt, selbst mir ist das zu viel. Also manche sind ja bei Martinas Anleitung, sage ich immer, naja, halbes Knäuel von 100 Gramm Wolle hätte es jetzt noch sein können. Deswegen mache ich die auch meistens größer. Deswegen habe ich mir damals auch das Doppelte an Garn immer gekauft. Wäre bei dem Tuch nicht nötig gewesen. Aber was mache ich denn mit so viel Tuch? Jetzt habe ich das so weit aufgetrennt. Weiß jetzt nicht mehr. Also ich habe es nur aufgetrennt und dann, ich hatte meiner Mutti gesagt, ja, lass mal so ein bisschen in den ersten Reihen der Leskante. Ich werde das nochmal auftrennen und mit der einfachen Garnmenge stricken. Da wäre ich dann bei 91 Maschen. Das liegt jetzt schon seit 2018. Viele hatten dann geschrieben, dass das bei denen nicht aufgeht. Das stimmt irgendwas nicht. Aber Martina hat immer gesagt, doch, das stimmt. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So ein Projekt habe ich noch. Ich habe jetzt nur die Wolle mit hier oben. Die muss ich nämlich wickeln. Ich habe hier noch meine Wolle gefunden.
Also ich habe ja schon, ich hätte, das ist eine Jacke. Und die Jacke habe ich 2019 angefangen und gestrickt, gestrickt, gestrickt. Dann habe ich jetzt noch von dem Knäuel habe ich noch was und habe aber schon gemerkt, okay, die ist ja relativ dick. Und ich war bei der Hälfte der Jacke und habe gemerkt, das Garn, was ich habe, reicht nicht. Und ich habe normalerweise immer die Garne in einem Projekt gelassen. Das mal nicht, weil die Knäuel ja auch relativ groß sind. Ich habe ja noch 5 Knäuel. Ich weiß gar nicht, warum ich noch 5 Knäuel habe. So viel brauche ich doch im Leben nicht mehr. 200 Meter Lauflänge. Huh. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Katzenhaar. Sorry. Das hat er ja gewöhnt, dass ich immer hin und her springe. Stimmt's? Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt meine Wolle gefunden. Ich war mir schon sicher, weil, sag mal, wenn ich so ein Projekt für Wolle für ein Projekt kaufe, ich habe am Anfang immer, wenn der Anleitung stand 300 Gramm, habe ich 300 Gramm gemacht. Na, gekauft. Das mache ich mittlerweile nicht mehr. Ich habe jetzt, ich kaufe mir immer ein Knäuel mehr. Also wenn 400 Gramm steht, kaufe ich mir 500 Gramm. Aus Prinzip. Mir ist es schon so oft passiert, dass ich dann mit der Wolle doch nicht gereicht habe. Und das ist dann ärgerlich, wenn man sich dann später nochmal ein Knäuel nachkaufen muss. Und es ist ja auch nicht, dass ich immer im gleichen Shop Wolle bestelle, sondern ich bestelle ja überall. Und das ist dann immer blöd. Vor allen Dingen, wenn dann die Farbe nicht passt und das dann auch blöd aussieht. Ich tue schon, wenn das handgefärbte Wolle ist, dann tue ich schon immer die abwechselnd an die letzten Reihen stricken. Aber ich habe es trotzdem nicht gefunden. Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Wo ist denn diese Wolle? Die Jacke habe ich im Stau angefangen, als wir in New York waren. Und bin auch sehr gut vorwärts gekommen, aber irgendwie war die Wolle weg. Und jetzt habe ich mal so meine Projekte angeguckt und da habe ich die Wolle gefunden. Ups, jetzt hätte ich mir ja fast die Maschen rausgezogen. Das ist jetzt nochmal eine Martina Behm Anleitung. Das ist nochmal eine wie Achande in Türkis. Man strickt eigentlich immer nur jetzt gerade glatt rechts. Zumindest jetzt. Am Anfang ist es kraus rechts, dann geht es glatt rechts über. Macht aber die Zunahmen und irgendwann kommt dann die Leskante. Und man ist fertig. Ein schönes Projekt, auch wenn es etwas langwierig ist. Aber ich finde echt, es ist ein schönes Projekt für Anfänger, der sich als erstes irgendwas Schönes zum Anziehen stricken möchte. Nee, und auf jeden Fall habe ich dann die Wolle gesucht. Soweit war ich schon, habe die Wolle gefunden jetzt. Aber das muss ich mal sagen. Also meine Aufbewahrungen mit Kallax ist ja, finde ich ganz gut. Finde ich nach wie vor noch gut. Ich kaufe ja nur projektbezogen die Wolle. Oder fast nur. Und ich habe mir in der letzten Zeit auch keine Anleitungen mehr gekauft, weil ich habe über 4000 Anleitungen bei Reverie. Und der größte Teil davon ist gekauft. Also das ist doch irre, wann soll ich denn das bitte schön machen? Und ich habe auch für die meisten Projekte, wenn ich mir Anleitungen gekauft habe, habe ich mir dann auch immer relativ zeitnah die Wolle bestellt. Also ich habe bei Reverie, sind natürlich auch einige dabei, die nicht bezahlt sind, die es mal irgendwann gratis gab. Also ich habe meine Anleitung ja bei Reverie auch sortiert und ich habe jetzt hier freie Anleitung knapp 900. Ah, das ist doch irre. Und deswegen immer der Stapel der Schande. Oder der Haufen der Schande hatte ich gesagt, ne? Ich muss echt dieses Jahr meine angefangenen Projekte beenden. Und du kannst mir jetzt mal sagen, welches Projekt ich jetzt dieses Jahr beenden muss. Also wie gesagt, ich werde ja die Anleitung alle in der Beschreibung hinterlegen und sag mir doch mal Anleitung, ich nummeriere die durch und dann sagst du mir Anleitung dies, Anleitung jenes. Du kannst mir natürlich auch schreiben, du musst das jetzt nicht öffentlich bei YouTube dann schreiben. Aber das ist doch wirklich, das ist doch irre. Das ist doch absolut irre. Also mit Kallax, die Idee mit Kallax finde ich ganz gut. Nur, wenn man nicht genau aufpasst, dass man die Wolle mit dem Projekt zusammen aufbewahrt, wird es echt leicht Chaos. Also weil wenn du jetzt nur 3 Projekte hast und 4-mal Wolle, naja, dann gibt es kein Problem. Aber habe ich ja nicht. Ich habe ja wirklich viele Projekte, viel Wolle. Deswegen habe ich mir jetzt auch in letzter Zeit kaum noch Anleitungen gekauft, weil ich sage, ich will erstmal die Projekte beenden, die ich jetzt aktuell habe. Und das sind genügend. Und das sind ja auch immer große Projekte dabei.
Oder fast nur große. Also wie die Decken oder Tücher. Also ich habe jetzt keine. Ich habe Mützen, ja, Mützen, Socken, ja, da sind auch Anleitungen dabei. Aber nicht so viele. Gut, dann habe ich noch Bücher, wo Anleitungen drin sind. Aber ist doch echt, ist doch irre. So, dann hast du jetzt das ganze Desaster gesehen. Ich hoffe, das Video wird nicht zu lang. Also ich habe ja auch immer wieder alles gleich eingepackt. Also 37 hatte ich ja eingangs gesagt. Eins habe ich noch vergessen, sind wir schon bei 38. Und ich habe garantiert noch irgendwo was vergessen. Ich würde mich jetzt wundern, wenn ich jetzt nicht nur ein Projekt vergessen habe. Und jetzt sag mir doch mal, ob dir das genauso geht. Ob du auch 5000 Anleitungen hast, die du angefangen hast. Oder ob du da sagst, nö, also ich bin da konsequent, ich drücke immer nur an ein Projekt. Finde ich toll, aber es wäre nichts für mich. Kann das nicht. Also ich brauche mindestens zwei Projekte, die ich gleichzeitig stricke. Und manchmal sind es auch mehr. Das meine, siehst ja, ne? Ich habe ja viel angefangen und viel schon weitergestrickt. Aber manchmal ist echt so, da habe ich ein Projekt in der Hand und irgendwie, es spricht mich nicht an. Und wenn ich das nicht anspricht, dann kann ich damit auch nicht arbeiten. Jetzt stricke ich mal wieder hier an dem Via Chande. Wenn ich das in der Hand habe und dann mich das Projekt nicht anspricht, dann kann ich auch total nicht arbeiten. Geht nicht. Dann ist es eigentlich eine Qual und das ist ja was, das ist ja keine Qual, das ist ja ein Hobby, das soll ja Auf Spaß jeden machen. Fall danke ich dir jetzt fürs Nee, Zusehen. also ich weiß es nicht. Wenn ich übrigens Faden ansetze, mache ich das ganz einfach. Ich nehme mal die beiden Fäden. Stricke den ersten Faden gemeinsam, damit es eben nicht so dick wird, mache ich das nur beim Faden, da fällt das dann echt nicht mehr auf. Nehme meinen neuen Faden und stricke damit weiter. Und nach jeder Masche, weil das dauert natürlich dann etwas länger, lege ich den Faden einmal drüber und dann spare ich mir das Vernähen. Den Trick hat Steven West mal gezeigt. Ich finde ihn cool. Teilweise mache ich sogar, wenn ich dann dran denke, weil ich habe ja jetzt, ein Faden ist ja nicht vernäht jetzt, also ist ja auch nicht eingewebt. Ich mache immer nur einen. Also ich tue nicht beide rüber nehmen, weil das ist ja vom Matschbild her. Das sieht man dann. Und wenn ich dran denke, tue ich auch in der nächsten Reihe den auch gleich noch verweben. Und wenn nicht, dann vernähe ich das einmal. Geht ganz gut. Also ich mache meistens dann so viel, wie ich jetzt Wolle habe, nutze ich das auch. Zum Beispiel jetzt hier bei dem Lesgarn. Das Ding weitet sich ja dann auch noch. Und ich mache lieber eine Runde oder eine Masche zu viel als eine zu wenig. Mein Klaus ist etwas fummelig, weil man auch immer den Faden mitnehmen muss. Aber so spart man sich schon mal einen Faden zu vernähen. Und ich habe den dann wirklich irgendwie dann nochmal vernäht, obwohl ich den so eingewoben habe. Ich habe das wirklich dann immer gewaschen und dann, wenn noch Faden übrig war, am Ende abgeschnitten. Und daran erkennt man eben auch immer ganz schön, wie weit das Material noch arbeitet, weil je nachdem, was man für Wolle hat, hat man am Ende gar keinen Faden mehr, was man noch abschneiden muss. Oder ich vergesse aus Prinzip Faden abzuschneiden. Das passiert auch bei jedem Projekt mindestens einmal, dass da noch irgendwo ein Faden hängt. Aber egal. Es ist ja handgemacht. Es ist ja Handarbeit. Da kann ja sowas mal passieren. So, und wenn ich dann das fertig habe, dann höre ich auf. Und das siehst du echt nicht mehr. Also ich meine, klar, wenn du jetzt weißt, okay, da ist es, na, das siehst du dann schon. Aber jetzt hier auf der Nadel siehst du das nicht. Ja, also das ist minimal. Ich kann aber noch mal reinstricken. Ein paar Maschen stricken, damit ich dir das auf dem Seil noch zeigen kann. So, das reicht schon. Ich hole dich mal etwas runter. Praktisch, wenn man genau den gleichen Untergrund hat, wie die Wolle ist. Aber es ist ja nicht so, dass ich keinen Untergrund hätte. So, jetzt hast du zum Beispiel, hier ist dieser Faden. Sprich, ab hier ist das Eingewebte. Und wenn ich die Rückseite nehme, du siehst natürlich hier, dass der Faden etwas lang geht, aber es fällt kaum auf. Kann ich sehr empfehlen. Hat er Meister Steven West persönlich vorgeschlagen.
finde ich gut. Und so mache ich das bei jedem Projekt. Dann danke ich dir fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.